hier habe ich ein paar Erlebnisse aufgeschrieben, von denen ich nicht weiß, wie ich sie in eine sinnvolle Handlung integrieren kann. Deshalb habe ich sie erstmal aufgeschrieben und warte erstmal ab. Das sind so einzelne Tage aus meinem Leben und hier das, weil ich hier auch gebeten wurde, über Fußball zu lesen, ist der Tag, an dem ich die Liebe zum Fußball wieder entdeckte. Bei mir war es der 19.08.1989, ein Samstag. Man könnte meinen, natürlich ein Samstag, da ist ja auch Bundesliga. Nein, an diesem Samstag war DFB-Pokal. Kann man eine Liebe selbst zum Fußball wiederentdecken? Kann man sich ein zweites Mal auf den ersten Blick verlieben? Oder ist dieses Datum nur das greifbare Ende einer Entwicklung? Schauen wir in die Vergangenheit. Alte Fotos können schmerzhaft sein. Ja, du weißt, wovon ich rede. Frisuren der Vergangenheit sind immer schmerzhaft. Fotos in Fotoalben wirken stets wie ein Blick in eine Welt, die man zwar in Ansätzen zu kennen glaubt, die aber im 9x13-Format so unwirklich wirken wie Gespitzte aus fernen Galaxien. Menschen, die uns vertraut vorkommen, haben plötzlich volles Haar und ein Gesicht, wo heute nur noch Haare sind. Zu Zeiten meiner Geburt, einer Ära, die aufgrund meines Daseins als dritten Kind nicht mehr ganz so viel fotografische Aufmerksamkeit erhielt, erweckten Menschen jeden Geschlechts den Eindruck, eines der vielen Geschwister von Mireille Mathieu zu sein. Nicht zu vergessen die Tapeten, die heute noch bestenfalls als nächtliches Testbild für Hawkwind TV herhalten können. Mit all dem lernte ich zu leben, wie mit den Zeitzeugnissen meiner Musketier-Gesichtsbehaarung in den 90ern und dem angesäuerten Blick meiner Mutter auf den Erstkommunion-Familienfotos, nachdem der Fotograf ein Gummikrokodil aus meiner ausgebeulten Anzugsjacke gezogen hatte. Zwei Fotos versuche ich jedoch stets zu überspringen. Zeitzeugnisse einer kindlichen Verwirrung, die mehrere Jahre mein Leben prägte. Bilder, auf denen ich mit meinem Vater im elterlichen Garten stehe. Im Hintergrund stehen die jedes Jahr Bohnenstangen und ich habe, wie in der Erwartung der Deutung dieses Fotos in der Zukunft, bereits eine leicht gebeugte, fast demütige Haltung inne und trage auf meinem weißen T-Shirt das Wappen des FC Bayern München. Ich gestehe, das war kein Zufall. Ein sehenswerter Seitfallzieher, Wigan Kögels, beziehungsweise dessen grob gepixeltes Bild aus der gleichnamigen Zeitung, zierte lange meinen Kleiderschrank. Das Pokalfinale 1982 sah ich im Alter von 9 Jahren im Aufenthaltsraum des heimischen Asylbewerberheims zusammen mit Jan und Jörg und gefühlt 20 Afghanen an, weil es regnete und eben dies Asylbewerberheim, die ehemalige Jugendherberge im Stadtteil Alsbach, auf dem Weg nach Hause lag. Den Afghanen um uns war es höchstwahrscheinlich vollkommen egal, dass dieser Hoeneß mit Kopfverband noch ein Kopfballtor zum 4:2 beisteuerte. Dem kollektiven Gedächtnis diesem unseren Landes ist es das nicht, wie man sieht, wenn man bei Google Dieter Hoeneß eingibt und an dritter Stelle das Wort Tourbahn ergänzt wird. 2 Jahre später schaute ich das Finale, diesmal gegen Gladbach, ein wenig verschüchtert auf einer Familienfeier in Lietzhölz-Thalmandeln im Landgasthof Deutsches Haus an. Das auch hätte zum Adler oder Mantlerhof heißen können und in seiner Geschichte, in der sich Zeit meines Lebens die Inneneinrichtung nie verändert hatte, auch schon hieß. Dort saß ich verschüchtert zwischen 4 lallenden und vollständig in Bayernkluft gekleideten Dorfalkis im Winkel des Gastraums, in dem sich ein Fernseher befand, und erfreute mich am Bayern-Sieg, der etwas länger dauerte als 2 Jahre zuvor, bei dem aber auch diesmal eine Führung der Gegner voraus. Ich kann es nicht leugnen, ich war ein Bayern-Fan. Unsere Opas waren Nazis, die ältere Generation der Ossis muss noch einen Schuh anziehen, Kommunist gewesen zu sein. Und ich, ja, ich war nun mal ein Bayern-Fan. Von meiner Bayern-Federmappe, meinen Bayern-Socken, meinem Bayern-Sonnenhut, meinem Bayern-Handtuch gibt es keine fotografischen Belege. Aber ich möchte so ehrlich sein, zu diesem Kapitel meines Lebens, auf das ich nicht stolz bin, zumindest vollständig zu stehen. Ich wurde älter und ohne es zu merken, ließ das Interesse am Fußball nach. Ich entdeckte die Musik. Die Musik bot auf einmal ein so viel stärkeres Identifikationspotenzial als der Fußball. Meiner Schwester verdanke ich die Pudis. Ich entdeckte die Beatles von allein für mich. Mein Cousin ist es hoch anzurechnen, dass ich die Crackers kennenlernen dürfte. Und über Late und Steffen, zwei alte Kumpels, entdeckte ich die Welt der Toten Hosen. Während ich als Bayern-Fan noch oben auf sein wollte, so spürte ich mit der neu entdeckten Musik die Möglichkeit, anders zu sein. Als Bayern-Fan wird man vielleicht mitleidig verachtet, aber niemand wird dadurch geschockt. Die Crackers zeigten mir als pubertärende Möchtegerne-Rebell mit Texten wie Komm Bambino, wir gehen ins Porno-Kino. Die Toten Hosen brüllten lyrisch den Wunsch nach einer Musik, die die Elterngeneration definitiv ankotzen musste mit ihrem Lied Hofgarten, bei dem mehrere Minuten fast ohne Pause und gänzlich ohne Sinn die Worte Ficken, Bumsen, Blasen, alles auf dem Rasen gesungen wurde. Angefixt wie durch eine Droge wollte ich mehr. Mehr von der Musik, die man mit über 20, da fing damals für mich alt an, nicht mehr gut finden konnte.
Meinem Schwager ist der nächste Schritt meiner Metamorphose zu verdanken, oder soll ich lieber sagen, der nächsten Stufe der Evolution? Er wollte mir das klassischste aller Punk-Alben, Nevermind the Bollocks, von den Sex Pistols mitbringen, konnte es aber gerade nicht finden und beglückte mich leihweise mit 2 Rainbow und einem Deep Purple Live-Album. Eine Musik, die ich ablehnte, weil sie mir fremd war, die ich in wenigen Minuten für mich entdeckte, dass sie noch härter, noch bedingungslos und kompromisslos und noch stärker war. Ich war ein neuer Mensch, in dessen Welt kein Platz mehr für Fußball war. Die Symbole der Außenseite, der musikalische Schrei der Unterdrückten und die musikalisch nach oben gereckte Faust des Aufbegehrens bestimmten von da an meinen Lebenstakt. Ich weiß nicht, ob ich zum damaligen Zeitpunkt noch Bayern-Fan war. Es spielte einfach keine Rolle mehr in meinem Leben. Bis zum 19. August 1989. Ich war inzwischen 16 Jahre alt, ich trug das Haar lang, den 80er Jahren entsprechend mit einem modischen Pony und meinem ganzen Stolz, einem haarigen Ding über meiner Oberlippe, welches ich für einen Bart hielt. Ich weiß nicht mehr, ob zum damaligen Zeitpunkt bereits alle Spiele der Sportschau zusammengefasst wurden oder ob wir noch in der Zeit lebten, in der lediglich 3 Spiele zusammengefasst wurden, um die restliche Sportschau mit Galopprennen, Radball und Feldhockey zu füllen. Das Bayern-Spiel wurde doch ohnehin immer gezeigt. Und dann saß ich weiß nicht mehr warum, im Wohnzimmer und sah, was ich etwa um 16.04 Uhr im altwürdigen Waldstadion abgespielt haben musste. Uli Stein sieht nach oben, um den Sonntagsschuss von Klaus Augenthaler mit den Augen zu verfolgen. Viel zu weit vorm Tor steht, schlägt der Ball völlig emotionslos hinter ihm im Netz ein. Nicht nur das 0-1, es blieb der Endstand. Sieg für die Bayern im Frankfurter Waldstadion. Man muss sich heute der Tragweite dieses Ereignisses bewusst werden. Zwischen dem 19. August 89 und dem 12. September 1970 trafen beide Teams exakt 42 Mal aufeinander. 37 Mal in der Liga, einmal im DFB-Pokal und sogar 4-mal im UEFA-Cup. In dieser Zeit gab es 21 Heimspiele für die Frankfurter Eintracht gegen die Bayern aus München. Von diesen wurden 11 durch die Hausherren gewonnen und 10 endeten unentschieden. Wer mitgerechnet hat, wird feststellen, dass keines dieser 5 Heimspiele mehr für einen Auswärtssieg der Bayern übrig ist. Bis zum 19.08.1989. Mein Verein hatte einen historischen Sieg errungen, eine Serie gewonnen, die schon 3 Jahre bestand, bevor ich geboren wurde. Eine für mich unendlich lange Zeit, dieser letzte Sieg vor meiner Geburt, bei dem ich auf den Trainerbänken noch Lattek und Ribbeck gegenüber saß, bei dem der heimische Held Bernd Nickel nur die Note 4 bekam, die Gegenspieler Breitner und Müller, Bernd, nicht Thomas, jedoch ebenfalls gegen wir ebenfalls 0-1 aus der Banshee nach 19 Jahren gebrochen. Doch ich empfand nichts. Ich empfand die Leere. Aber es war nicht die Leere der Gleichgültigkeit, vielmehr ein Vakuum, das danach lechzte. Mit dem saugenden Geräusch, was man produzieren kann, wenn man bei einer Zahnbehandlung die Zunge an den Schlauch hält, einen neuen Sinn in meinem Leben anzusaugen. Um mein Dilemma zu vervollständigen, betrat just in diesem Moment mein Vater das Wohnzimmer und sagte etwas wie, na, haben deine Bayern mal wieder gewonnen? Ich stutzte, ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber tief in mir spürte ich es. Das waren nicht mehr meine Bayern. Nein, ich ärgerte mich über diesen historischen Ding. Ich weiß nicht mehr, ob ich überhaupt etwas geantwortet hatte. Analog zu meinem Drang, musikalisch ein gewisses Außenseitertum zu propagieren, wusste ich, dass es richtig sein muss in diesem Fall und von nun an in alle Ewigkeit zum Verlierer des Nachmittags zu machen. Trotz des erst ein Jahr zurückliegenden Pokalsiegs gegen Bochum am 28. Mai 88 stand der Wegweiser der Frankfurter Eintracht bereits nach unten gerichtet. Es folgte im Juni 89 sogar die Relegation gegen Saarbrücken, die von einem gewissen Saarbrückner Anthony Yeboah dominiert wurde und lediglich über ein mehrgeschossenes Tor entschieden wurde. Hier war bereits der faulige Bestand der Niederlage fühlbar. Auch wenn man sich damals noch nicht wirklich die zweite Liga vorstellen konnte, ich war da angekommen, wo ich mich musikalisch schon einige Jahre hinbewegte. Lebte ich bis zum 19. August 89 noch in einer Art sportlichen Nirvana, einem lebensfreien Nichts, in welchem jegliches Leid nicht existent ist, so begann ich zu diesem Tag wieder zu leben. Leben bedeutet Leiden. Bildschirm schon, ne? Geht doch. Na, ich mach nochmal so. Dann sieht man es ganz. Wer nicht mehr das Leiden und die Leidenschaft kennt, der ist bereits tot. Der Anfang vom Untergang, obwohl weiter noch einige frohe Momente folgen sollten. Andere sollten eine logische Folge in der Reihe demütigender Niederlagen sein. So der 16.05.92, an dem gegen die bereits abgeschiedenen Rostocker der entscheidende Sieg zur Meisterschaft ausblieb.
Dieser 38. Spieltag in einer durch die Wirren der Wiedervereinigung viel zu großen Bundesliga. Manche sagen, die Zeit sei für die Frankfurter Eintracht nicht reif gewesen, aber wir, die wir an diesem 16.05. weinten, wir, die wir auch am 29.05.99 um 17.14 Uhr den arrogantesten Übersteiger der Bundesliga mit Freudentränen jubelten, wir, die wir auch am 25.05.2003 einen Kopfball Alexander Schurs in der 96. Minute der regulären Spielzeit mit Tränen der Freude gegossen, wir wussten, dass diese Meisterschaft nicht durch die Gesetze des Fußballs entschieden, sondern ausschließlich am unparteiischen Alfons Berg scheiterte. Der Alfons Berg, der an diesem 16.05.92 um 17.02 Uhr seinen Ruf als Schiedsrichter des Jahres der Vorsaison seinen persönlichen Beitrag für den Aufbau Ost opferte. Dass er dafür seine FIFA-Nominierung verlieren konnte, uns bekennende Hessen nicht tröstet. Wir wussten von da an endgültig, wo wir in der Nahrungskette hingehen. All dies begann für mich am 19.08.89. Den Fußball zu lieben, heißt Schmerz empfinden zu können und Schmerz empfinden zu wollen. Dankeschön, Sie haben es geschafft.